Hey du, schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris, wir spielen Assassin's Creed und begeben uns einmal zu einem Aussichtspunkt und danach eventuell zu einer weiteren Mission. Wir wollen... Ich habe erstmal so recht keine Ahnung, wo wir hinwollen. Da oben ist eine Kiste drin. Da unten. Da oben, sagt er. Ich weiß gar nicht, wie wir hier reinkommen. Hier ist leider keine Tür. Wir gehen erstmal zu dem Aussichtspunkt hier drüben. Der ist doch weiter weg als gedacht. Die Vorlesung des Meisterheilers Alkin. Was? Geh weg! Ja, sind wir schon. Wunden. Das Ganze ist da oben. Dann haben wir, glaube ich, nur noch einen, den wir entdecken können. Da geht's nicht hoch. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ist die hier oben? Halt. So, haben wir den auch entdeckt. Ich dachte, dass sich das hier ein bisschen weiter füllt. Tut es aber nicht. Gut. Husch. Keinen Schaden erhalten, das ist Träumchen. Lass deinen Weg schweifen. Na gut, die da draußen sind jetzt erstmal nicht so interessant. Da sind etwas wichtiger, die hier drinnen sind. Dass wir die gut umgehen. Da drinnen sind zwei. Da waren welche. Das möchte ich jetzt ungern
schade, dass wir keine Türen zumachen können. Sehr schön. Hätten wir vielleicht vorher noch mal angucken können. Der hat irgendwas. Wow. Wieder mit dir. Schade. Bis dahin lief es gut. Und dann wird man da entdeckt. Aber war nur einer. Das geht immer noch. Wenn wir jetzt hier ein Stückchen weiter zum Bazar sind, dann sollten wir auch da die Möglichkeit haben, das Verhandlungslevel wieder loszuwerden. Sind schon mal verschwunden, das ist nicht verkehrt. Ein bisschen zu weit oben. Und hier irgendwo. Da. Die Wachen werden gut aufpassen. Hier ist ein Rätsel, das machen wir aber dann ein anderes Mal. Denn jetzt wollen wir uns noch ein bisschen der Mission widmen. Da oben sind auch Menschen, die uns... Ah. Zeige mir alles. Kommen wir nicht durch? Wir waren schon mal da oben. Aber momentan funktioniert es noch nicht so gut. Ich hoffe, dass der Controller noch ein bisschen durchhält. Schade. Waren wir schon mal hier? Hier gibt's was zu essen. Vielleicht ihre Börse. Vielleicht hältst du mich für verrückt, aber... Kann ich mit denen erzählen? Ich sehe immer so fliegende Priester oder so etwas. Weiße Gewänder springen in der Stadt herum. Hilf mir doch! Will ich doch. Ich will dich aber nicht umbringen. Sie kommen heute pünktlich. Wie viel waren Sie gestern zu... Nun, jetzt weg. Pack das weg, pack das weg.
So. Wir versuchen es noch einmal. Ich hoffe, dass es klappt. Ich kann die aber nur ganz gut eliminieren. Wir werden bezahlt, um rumzustehen und den Leuten zu sagen... Ohne Geld keine Sicherheit. Das weißt du doch. Aber wir nehmen auch deine Düfte als Zahlung an. Friede sei mit dir. Das geht dich nichts an. Geh weiter. Warum hilft mir denn niemand? Vielleicht verschafft dir das ein bisschen Zeit. Das könnte durchaus sein. Wir haben schwer geschuftet, Männer. Zeit für eine Pause. Aber wir sind noch. Befolgt meine Befehle. Los. Mein Retter. Was hast du getan, dass die Wachen dich so schlecht behandeln? Nichts habe ich getan. Ich habe nur kein Geld. Ach, Geschäft ist Geschäft. Aber diese Steuer kann ich nicht zahlen. Laufen deine Geschäfte nicht gut? Doch, aber in letzter Zeit haben sie die Gebühr erhöht. Und genau das ist das Problem. Nur für dich oder auch für die anderen? Vor allem für Leute wie uns, die nicht von hier sind oder einen anderen Glauben haben. Wir fühlen uns kaum noch sicher in El-Kar. Eine meiner Lieferungen ist verspätet. Ich fürchte, meine Waren und Kamele wurden von den Wachen beschlagnahmt. Sie hätten mit einigen Händlern ankommen sollen, die zur Daira Tamal wollen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Dann such bitte nach ihnen. Das kann ich tun. Sie sollten auf der Straße sein, die zu Bagdads Südtor führt. Ah, ich hole sie vielleicht beim Wasserloch an der Südstraße ein. Hab Dank, Saidi. Die Straße südlich von Bagdad. Mal sehen, ob ich diese gestrandeten Händler finde. So. Na gut, da müssen wir wieder ein bisschen gucken, dass wir das finden. Hui, schnell raus hier. Wobei war da die goldene Truhe? Machen wir ein anderes Mal. Wird er doch nicht auf dem Häuschen sein? Nein. Doch, gerne einmal hoch. Das muss ja hier in der Nähe sein. 26. 1, 2. Sollte ja nicht weit weg oder irgendwo hier in der Nähe sein. Dächte ich zumindest. Finde ich jetzt nicht. So spontan.
Okay. Welche war es oder ist es? Oh, da haben wir noch echt viel zu sammeln da hinten. Wir suchen noch ein bisschen weiter. Südlich soll es sein, Wasser in der Nähe. Da sind wir. Hier gibt es halt auch keine Hinweise, wo die sein könnten. Ansonsten fehlt da noch ein bisschen Information, wie es weitergeht. Und da stehen wir rum. Schade. Na gut, machen wir dann für heute erstmal an dieser Stelle Schluss. Suchen und sind gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht, welche Mission wir da dann weiterverfolgen werden. Und die wir denn da gut ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Chancen haben. Alternativ ist natürlich auch was, dass wir. Oh, da ist ein Schlüssel. Das ganze Gebiet einmal abfliegen und so nach allen möglichen suchen, was vielleicht interessant sein könnte für uns. Aber ich denke oder ich glaube, dass es hier in der Nähe ist. Von oben her sieht es aber so überhaupt nicht draus aus. Wir fliegen mal dahin, was das ist. Das sieht auch sehr interessant aus. Dann noch so ein bisschen Rauch. Müssen wir mal aufpassen. Der da, war das jemand oder ist das? Ich glaube, das ist nur ein. Dass wir nicht allzu weit dran fliegen. Schon mal hier? Na, du bist gemein. Wusste ich doch, dass der was in Schilde führt. Gut, wir machen beim nächsten Mal weiter. Vielen lieben Dank. Bye.